So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Mr. T aus Karlsruhe. Freunde, heute geht es um den fetten Ransen, um den fetten Bauch, um mal das böse Teil beim Namen zu nennen. Ob es jetzt pädagogisch wertvoll war oder nicht, sagt uns nicht das Licht, sondern das verträgt mancher, manche verträgt es nicht. Ich sage, wenn ein Ransen fett ist, wenn man einen fetten Bauch hat, dann hat es natürlich immer seinen Grund, warum das so ist. Also geschenkt bekommt man ihn definitiv nicht. Aber darum geht es heute gar nicht. Ihr müsst jetzt nicht böse gucken und schimpfen, Mr. T da schon wieder uns beleidigt, macht er nicht. Sondern heute geht es darum, wie man erstens mal seinen Bauchumfang reduziert und darum, warum es am Bauchbereich in der Regel so lange dauert. Das ist immer das Problem, dass die meisten Menschen über ihren Bauch jammern. Das setzt sich halt in der Regel bei den Männern hauptsächlich das Körperfett ab und bei den Frauen eher im Po und im Oberschenkelbereich. Wir bleiben heute mal beim Bauch, denn früher war es gut, früher war es toll, früher war es hervorragend, einen dicken, runden Bauch zu haben, denn der hat dafür gesorgt, dass die Leute auch so gesagt, den würde ich gerne heiraten, den finde ich sexy, weil der hat viel Kohle. Dem geht's gut, der ist überlebensfähig, der hat Knete, der hat viel Essen und das war überlebensnotwendig. Heute brauchen wir diese Rundung nicht mehr, diesen Spoiler, der ist heute verpönt. Und natürlich auch dieser Spoiler, wenn er zu groß ist, gibt einen Rückschluss darauf, wie es dem Körper tatsächlich geht, wie es um unsere liebe Gesundheit steht, okay? Also heute geht es darum, wie schaffe ich es, den Bauch zu reduzieren und wie bekomme ich es hin, dass der Bauch endlich mal auch wirklich komplett weggeht? Weil da haben die meisten ein Problem. Erstens mal eine wichtige Info für euch. In der Regel nehmen Männer am abdominalen Bereich das meiste Fett zu. Warum? Weil bei den Männern die genetische Veranlagung haben, dass hier das Fett sich einlagert. Somit haben wir am Bauch oftmals so eine Schicht, je nachdem, wie viel Kilo man übrig hat, so eine Schicht. Und im Gesicht haben wir einen Zentimeter, hier oben haben wir 1,5 Zentimeter, hier am Oberschenkel haben wir 0,5 Zentimeter bis 1 Zentimeter, aber hier hängt komplett das gesamte Material. Somit sollte auch klar sein, dass natürlich die Reduktion im Bauchbereich am längsten dauert. Bei den Männern dauert es in der Regel am längsten, bis der Bauch dann tatsächlich weg ist und bei den Frauen am Hintern und Oberschenkel, weil da einfach die dickste Schicht ist. Das ist ganz einfach. Wenn im Zentimeter, wenn im Gesicht das Zentimeter weg ist, am Oberschenkel die 1,5 Zentimeter, hier oben die 1,5 Zentimeter weg sind, sind aber am Bauch, wenn vorher 10 Zentimeter Schicht da waren, immer noch 7 da, 6 da. Und da muss man einfach die längste Zeit dafür aufwenden, um diesen Bauch zu reduzieren. Das sollte einem von vornherein bei der Bauchreduktion klar sein, dass man hier nicht schwippt, schnippst und dann macht zack, ist es weg. Also es kann nicht sein, dass ein Teil, das ich mir über Jahre hinweg angefressen habe, dass das natürlich in Wochen, in ein paar Wochen weg ist. Das funktioniert, es wäre unrealistisch so zu denken und diese Forderung im Gehirn zu verankern wäre auch unrealistisch, weil die führt nur zur Frustration und Frustration führt zur Demotivation und Demotivation führt wohin? Aufs Sofa und das braucht man nicht. Also, es dauert am längsten am Bauch, bei den Frauen am längsten am Po und Oberschenkel. Das ist jetzt mal abgeklärt. Das sollte in eurem Gehirn verankert sein. So, jetzt geht es darum, wie schaffe ich es, den Bauchmuskel bzw. den Bauch, den Umfang zu verkleinern. Indem ich mich wild zappelnd auf dem Boden liege und tausende von Bauchübungen mache, das erlebe ich immer wieder bei meinen Coaches, Andreas, kann ich nicht noch 3, 4 Bauchübungen zusätzlich machen? Ich trainiere aber schon eine Stunde. Ich sage, nein. Ja, aber mein Bauch, das hat mit dem Bauch nichts zu tun, du kannst ja nicht örtlich Fett verbrennen. Natürlich würde diese Bewegung auch Kalorien verbrauchen. Die Frage ist, ob es auch Fettkalorien verbraucht, ist immer die große Frage. Also die zusätzliche Bauchtraining und zappeln wie ein Fisch auf Land führt nicht dazu, dass automatisch der Bauchumfang reduziert wird. Denn dazu gehört nämlich immer was? Der wichtigste Faktor, die 21 Mal pro Woche. Die 3 Mahlzeiten pro Tag, 7 mal 3 sind 21 Mal. Die richtige Art, in der richtigen Menge, die Kalorien, die zu dir passen und zu deinem Vorhaben. Das ist schon mal wichtig. Also ganz klar, der hauptsächliche Weg, um den Bauchumfang dauerhaft zu reduzieren und große Fortschritte zu erzielen, ist nicht das Fitnessstudio. Ist nicht das Laufen, nicht das Fahrradfahren, außer du hast Zeit, in der Woche 7 mal 3 Stunden laufen zu gehen, dann ist das Zünglein an der Waage natürlich mit auch die Bewegung. Aber wenn du nur 3 bis 4 Mal in der Woche Zeit für einen Sport hast, eine Stunde, dann musst du in der Küche
Yes, im Sportdress am Herd musst du deinen Sixpack feiern, musst deine Bauchreduktion generieren, indem du natürlich die entsprechend guten Mahlzeiten vorbereitest. Indem du erstmal berechnest, jetzt wird es wichtig, gut zuhören, indem du jetzt erstmal berechnest, wie viel Energie verbraucht mein Körper in 24 Stunden, wenn ich 8 Stunden schlafe und 16 Stunden furzend auf dem Sofa sitze. Ja, das ist der sogenannte Grundumsatz. Was kommt dazu? Das ist der Arbeitsumsatz, den Job, was ich mache, und den Leistungsumsatz, den Sport, was ich mache. Und das kann man berechnen. Es gibt Formeln, es gibt ja unterschiedliche Formeln, die passen immer genau. Am besten ist, ihr sucht euch einen guten Berater, der euch dabei hilft. Ihr bucht mal eine Stunde, dann könnt ihr das mit dem berechnen. Und wenn ihr das dann habt, dann habt ihr die Kalorienzufuhr, die ihr braucht, um Gewicht zu halten. Dann kann man reduzieren zwischen 400 und 500 Kalorien. Angepasst auf den trainingsfreien Tag, auf den Trainingstag. Das sollte immer bedarfsgerecht behandelt werden. So, und wenn man dieses potporiert, dann sollte man noch die Kalorienzahl noch einteilen. Wie viel prozentual sollten davon Kohlenhydrate sein, Energielieferanten? Wie viel prozentual sollten davon Fette sein? Und wie viel prozentual davon sollte Protein sein? Wenn man diese Struktur auch noch hat, dann hat man die Basis geschaffen für eine langfristige, gesunde Gewichtsreduktion. Natürlich in Verbindung mit Bewegung, auf jeden Fall. Wichtig ist, jetzt kommt auch wieder was richtig Wichtiges. Freunde, ihr sollt was praktizieren, was ihr immer praktizieren könnt. Eine kurzfristige Maßnahme. Wie zum Beispiel irgendwelche Perlchen schlucken, irgendwelche Spritzchen, irgendwelche Süppchen, Detox, Pillchen. Keine Ahnung, was es da alles gibt. Alle 2 Jahre gibt es etwas Neues. Nutzt nichts, das wird nicht funktionieren, sondern ihr braucht einen roten, gesunden Faden, den ihr in der Hand habt. Der rote Faden ist flexibel, der kann hinfallen, ich kann ihn aufheben, ich sehe den roten Faden, ich verfolge den roten Faden. Und dieser rote Faden führt mich durch mein ganzes Leben, denn das, was ihr da tut, ist kein 6-, 8- oder 10-Wochen-Programm. Wenn du das willst, dann schalte jetzt aus, denn dann bist du hier komplett falsch. Es geht darum, dass wir ein gesundes Essverhalten ein ganzes Leben lang praktizieren, damit wir unser Leben lang leistungsfähig, geistig wie körperlich sind, fit sind und unser Körper natürlich auch unseren Geist spiegelt. Denn bei vielen Menschen ist es nicht so. Da sieht der Körper nicht aus wie der Geist. Und deswegen, Freunde, wenn ihr was tut, dann immer eine langfristige Maßnahme. Langfristig zu überlegen, wie kann ich mich dauerhaft ernähren? Was kann ich dauerhaft essen? Was ist da möglich? Wie soll ich mich ernähren, um dieses Ziel langfristig erstmal zu verfolgen und halten zu können? Denn der Weg zum Ziel ist nicht der tatsächliche Weg, sondern danach das Halten, dass auch dieses Ergebnis, was man sich erarbeitet hat, so bleibt. Das ist die Herausforderung. Und daran scheitern die meisten, weil die meisten sich nicht die Zeit nehmen, sich langfristig umzustellen, sondern sie möchten kurzfristig ein Ziel erreichen, weil sie nicht den Atem haben, langfristig in ihre gesunde Zukunft zu investieren. Dann kommt hinten nichts raus dabei. Dann werdet ihr euch drehen. Immer schön um 360 Grad. Okay, Gas geben, Gas geben, Gas, guter Zustand. Okay, Gewicht ist weg, sieht gut aus, weiter essen wie früher, bam, 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 wieder 360 Grad, wieder am alten Stufe. Und so dreht sich das immer wieder. Warum? Weil immer wieder das falsche Werkzeug benutzt wird. Deswegen, Freunde, wenn ihr euren Bauchfett reduziert, wenn ihr schlank, krank, leistungsfähig, körperlich und geistig sein werden wollt, dann geht es nur über eine langfristige Maßnahme, geht es nur über die Küche. Geht in die Küche, sorgt dafür, dass ihr euch so weit wie möglich atembedarfsgerecht ernährt. Lasst euch in diesem Bereich einmal beraten und wenn dann der Groschen fällt, wenn es bei dir Klick macht und wenn der Berater gut ist und dein Warum durch den Berater gestärkt wird und du in deine gesunde Zukunft investieren willst und kannst, dann wirst du Erfolg haben. Und nicht nur auf körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene. Warum? Weil der Geist braucht Energie, der braucht gesunde Energie, damit du die richtige Entscheidung triffst, damit du nicht zum falschen Zeitpunkt die falschen Entscheidungen triffst. Das ist wichtig. Also in die Küche, das ist die Grundvoraussetzung. Da habe ich euch jetzt schon richtig viel Feedback mitgegeben, auf was ihr da beachten sollte, was da wichtig ist. Das kommt natürlich auch noch die Bewegung dazu. Natürlich sollte auch zum Vorhaben, den Bauchumfang zu reduzieren, auch das Vorhaben passen. Wer dann sagt, okay, ich gehe ins Studio pumpen und macht hier Krafttraining und macht 3, 4, 5, 6 Wiederholungen und trinkt nach dem Training ein Eiweiß und dazu 50 Gramm schnelle Kohlenhydrate dazu
und isst dann danach gleich nochmal eine Riesenportion Nudeln oder Reis, der hat ja auch wieder irgendwas nicht richtig verstanden. Denn auch hier kann man im Training, natürlich mal 3-4 Mal in der Woche eine Stunde trainiert, natürlich auch den richtigen Trainingsplan wählen, um im richtigen Modus zu sein. Ja, denn wenn ich das falsche Trainingsschema gewählt habe und ich anstatt den Fettstoffwechsel die roten Muskelfasern zu belasten, nur die weißen Muskelfasern belaste, dazu noch nur 20 Sekunden pro Satz trainiere, dann liege ich da im Trainingsbereich komplett daneben. Natürlich, wenn das Ernährungsverhalten super strukturiert ist und richtig gut gemacht ist, wird man auch mit dieser Vorgabe, die völlig falsch ist, auch irgendwo ein gewisses Ziel erreichen, aber nicht das, was man erreichen könnte, wenn man auch noch das Training mit an Bord nimmt. Denn es gibt für die Küche, wenn ich ein Rezept habe, gibt es mehrere Zutaten. Und bei der Fettverbrennung, bei der Reduktion des Bauchmuskels, gibt es zwei Zutaten. Eine Hauptzutat ist die Ernährung. Wie ernähre ich mich? Was muss ich dafür tun? Was muss ich berechnen? Wie sollte ich mein Gesamtkalorienzahl strukturieren? Wie viel Prozent Kohlenhydrate, wie viel Prozent Eiweiß, wie viel Prozent Fette? Wie viele Mahlzeiten? Was passt zu mir? Und dann kommt die kleinere Zutat. Im Rezept darf aber nicht fehlen, das ist Training, dass ich auch die roten Muskelfasern trainiere, dass ich auch diese Muskelfasern trainiere, die für die Ausdauer zuständig sind, die dafür sorgen, dass der Körper die Energie während des Trainings hauptsächlich über, richtig, die Fettzellen sich holt und dazu durch das Training einen hohen Nachbrenneffekt generiere, sodass ich auch nach dem Training eine erhöhte Energieverwertung habe von ganz alleine, weil ich vorher gepumpt habe, weil ich es richtig gemacht habe, weil ich ordentlich Bums gehabt habe im Training, weil ich die richtige Trainingsmethode gewählt habe. Und wenn man diese Parameter berücksichtigt, dann ist es garantiert, dass auch du dein Ziel erreichen kannst. Und das Ziel ist für viele so weit weg und viele sagen, da komme ich nie hin, das kann ich nicht. Der Berg ist so groß, den Berg kann ich nicht besteigen, ich habe nicht die passenden Schuhe. Dann sage ich euch hier und jetzt, das stimmt nicht. Denn in der Regel ist der Berg nicht zu hoch, sondern in der Regel nutzen die Menschen die falschen Schuhe. In der Regel ist der Stein nicht zu hart, sondern in der Regel benutzen die Menschen das falsche Werkzeug. In der Regel ist die Nuss nicht zu hart, sondern das Werkzeug zum Knacken ist das falsche Werkzeug. In der Regel ist die Aufgabe, die mathematische, nicht zu schwer, sondern die Struktur, wie man es angeht. Die Formel, wie man es berechnet, ist nicht die richtige. Und somit, Freunde, habt ihr jetzt ganz viel Futter bekommen, um natürlich einfach mal da reinzugehen in die Thematik und zu überlegen, was kann ich ändern? Was für Möglichkeiten habe ich persönlich, jetzt daran zu arbeiten? Und wenn du sagst, lieber Mr. T, das interessiert mich mal gar nicht, weil mein schöner Bauch interessiert mich, das ist alles wunderbar. Das geht mich nichts an. Wenn du aber sagst, Mr. T, ich gebe mir die Arbeit nicht, sondern ich beschäftige mich mit Dingen, die ich am besten kann und gebe die Aufgabe an Menschen weiter, die es besser können, dann hast du jetzt die Chance. Unten in den Bemerkungen, in den sogenannten Show Notes, kannst du meinen Link anklicken und da kommst du tatsächlich auf meine Landingpage. Ja, ich habe eine Landingpage. Und diese Landingpage ist so aufgebaut, dass du ohne großen Umschweife die Chance hast, ein Beratungsgespräch von 60 Minuten mit mir kostenfrei, wo ich speziell deine Planung, deine Ernährungsplanung, deine Trainingsplanung, deinen Ablauf ansprechen kann, um dir zu zeigen, dass ich der richtige Mann bin für dein Vorhaben. Und dieses Erstberatungsgespräch ist tatsächlich kostenlos und dann liegt es an mir, dir meine Arbeit, meine Aufgabe, die ich für dich habe, mein Werk so schmackhaft zu machen, dass du sagst, Alter, der Mann ist richtig gut, den möchte ich unbedingt an meiner Seite haben, denn der wird dafür sorgen, dass ich ohne große Umschweife maximalen Erfolg erziele ins Investment in meine gesunde Zukunft, einen flachen, schönen Bauch über eine hohe körperliche Intensität, über einen stabilen Geist, über einen stabilen Blutzuckerspiegel im Geist, über eine Rakete in alle Richtungen. Das ist meine Arbeit. So, ihr Lieben, das war's schon. Hier war Mr. T aus Karlsruhe, der sich freut, bald von euch was zu hören.